Mein Name ist Victor Gütay und ich bin der Regisseur des Films Mein Schatten über mir. Mein Film läuft hier auf dem Braunschweiger Filmfestival und darüber freue ich mich riesig. Viel Spaß mit dem Film. Ich hoffe, er gefällt irgendwie oder zumindest er berührt. Für mich war es ein Film, der mich durch meine Jugend oder meine späte Jugendlichkeit irgendwie begleitet hat. Ich habe das Drehbuch hier mit 17 geschrieben und der Film war mit 19 fertig. Und ich glaube, der illustriert ganz schön diese letzte Phase des Jugendlichseins, von diesem wirklich sich von den Eltern lösen zu wollen. Und einfach zu sich selbst zu finden. Oder zumindest zu der Version von sich selbst zu finden, die irgendwo, soweit es geht, losgelöst ist von seinen Eltern. Obwohl ich jetzt auch nicht die Erfahrung habe, darauf zurückzublicken und zu gucken, ob das irgendwie stimmt. Aber so habe ich mich damals gefühlt. Dieses Gefühl von, naja, der ganze Film beruht irgendwie auf dieser Idee, seine Eltern zu sehen oder Details an seinen Eltern zu sehen, die man eigentlich von sich selbst kennt oder Merkmale seiner Eltern in sich wiederzuerkennen. Und dieses Gefühl von kurzer Angst oder kurzem Schock oder diesem so, ah, scheiße, so, ah, ich bin gar nicht so individuell. Dieses Gefühl, in einer gewissen Nachfolge zu stehen, ist irgendwie das, was diesen ganzen Film motiviert hat und was er für mich letztendlich bedeutet. Und ich hoffe, dass er den Zuschauer trotzdem irgendwie auf eine gewisse Weise zurück in diesen Zustand der späten Jugendlichkeit und der quasi des Sich-Lösens von den Eltern mitnimmt. Und ich hoffe, dass der Film irgendwie Spaß macht. Von daher viel Spaß beim Schauen und ja, vielleicht sieht man sich ja.